Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Die ägyptische Revolte, wenn man so will, ist ja daran gescheitert, dass tatsächlich der Morsi, ich sag's mal, durchgedreht ist. Und dass die Moslembrüder den Ägyptern etwas aufzwingen wollten, was sie offensichtlich nicht wollten, nämlich einen Gottesstaat Leid. Und dass sie auf diese Art und Weise eben gezeigt haben, so nicht. Und da sind wir an einer ganz entscheidenden Frage. Wie geht es weiter mit dem Islamismus oder mit dem Islam als politische Organisation? Sind mit den Moslembrüdern, sagen alle Träume beendet? Werden wir in der arabischen Welt zurückkehren in Militärdiktaturen? Oder, ich meine, selbstkritisch möchte ich schon sagen, wir Europäer müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir an Demokratie erinnern. Die Franzosen haben 1789 Revolution gemacht. Und 1871 ist Demokratie eingeführt worden. Nämlich nach einer Niederlage gegen die Deutschen. Und wir in Deutschland haben noch ein bisschen länger gebraucht. Und wir haben auch, sag ich mal, nicht gerade durch besondere tolle Erscheinungen die Demokratie errungen, sondern sie ist uns geschenkt worden. Und auch durch eine Niederlage. Also wir müssen ein bisschen, und das hat schon ja schon gesagt, müssen uns daran erinnern, dass wir nicht unsere Klischees einfach auf Entwicklungen übertragen, die einfach in eine völlig andere Richtung laufen und vielleicht eine völlig andere Form von Herrschaft entwickeln, nämlich so wie das möglicherweise, es gibt ja Demokratie, Islam und Demokratie funktioniert ja zusammen in Indonesien auf eine mehr oder weniger wackelige Weise, aber im Augenblick funktioniert sie. Also das, was Sie vorhin angesprochen haben, dieser Glaubenssatz, der bei vielen Europäern vorhanden ist, Demokratie und Islam gehen nicht zusammen, darüber sollte man zumindest mal nachdenken. Und die Frage ist, ob wir Europäer, und die Frage geht natürlich an Sie, Frau Thein, ob wir Europäer eben nicht das, was Scholl ja heute ein paar Mal schon angedeutet hat, zu sehr mit unseren Klischees versuchen, in solche Entwicklungen einzugreifen und dann wirklich immer auf die Nase fallen. Also ich denke, dass in all den Ländern der Wunsch nach Freiheit in der Bevölkerung ganz klar da ist. Der Wunsch nach Freiheit ist da und nach Veränderung. Und das sehe ich wie Al-Sayed, es dauert einfach natürlich. Also solche Transformationsprozesse dauern, es gibt überhaupt keine Erfahrung mit Demokratie. Und ich meine, das war das Problem in Ägypten, wenn man halt einfach die Amtsdauer von Morsi abgewartet hätte und ihn dann ganz normal abgewählt hätte, was ja mit Sicherheit passiert wäre. Aber man war halt doch auch sehr, sehr ungeduldig und hat ihn halt dann schon vorher gestürzt. Und meines Erachtens war das einfach auch ein Mangel an Erfahrung mit Demokratie. Und da können wir eben nur helfend eingreifen. Wir bieten diesen Ländern ja sehr viele Hilfestellungen an bei Demokratisierungsprozessen. Das Problem ist nur, dass sie da in der Tat sehr oft da etwas unwillig sind, weil sie sagen, wir brauchen eher wirtschaftliche Hilfe als diese ganzen Hilfestellungen auch in der Justiz oder sonst wie. Weil wir ja immer auf diese Reformen und Strukturreformen dringen. Und die Regierungen natürlich immer sagen, so wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, müssen wir erstmal den Leuten was zu essen geben. Das ist natürlich auch wahr. Ich glaube auch erst, dass man sich erst um die wirtschaftlichen Verhältnisse irgendwo kümmern muss, bevor die Leute dann weiter daran interessiert sind. Das merkt man ja, wenn man dort mit irgendwelchen Taxifahrern oder sonst wem spricht. Wer natürlich keine Arbeit hat, wer nicht ausreichend zu essen hat, wer seine Familie nicht ernähren kann, der wählt erstmal den, der ihm das zusichert und dadurch kommt die Freiheit und die Menschen und Bürgerrechte, Freiheits- und Bürgerrechte kommen dann eben erst an zweite Stelle.